Sorry, nicht aufhalten lassen. Wir wollten Story ballern. Okay. Was haben wir hier für eine Einrichtung? Alter, Sandwürmer sind die schlimmsten. Nichts Schlimmeres wie Sandwürmer. もういつでも実験を始められるよ。被験体の様子は具体的な情報を知りたいの。6号鹿型被験体。ランディルに全身検査を2回実施した。バイタルは正常。人工クリスタルポーラーの状態も比較的安定している。Vor allem, wenn du da gerade ein Ulti machen willst und dann tauchen die ab, kannst du die Krise bekommen. 特別性の薬剤で人工クリスタルポーラーの活性化レベルを引き上げる。危険体は一定程度凶暴化するが、しばらくその状態を維持して。Schatten, diese Würmer da haben uns doch schon genervt am Strand, oder? In der ersten Welt. 薬物の使用量と危険体の反応についてはつまり私たちの任務は危険体が暴走した場合その通り。 Ja, schön, dass die nächste Welt eine Wüste ist, wo die Scheißdinger einfach überall sind. Ich sehe schon, wir brauchen ein Hass-Emote. Ein Hass-Wurm-Emote. Okay, der Gegner sieht cool aus. Okay, natürlich kämpfen wir gegen den. Na klar. Irina, du bist jederzeit willkommen. Bis zum nächsten Mal. Wenn du Bock hast, komm auch gerne aufs Discord. Wenn die Story durch ist, dann werden wir demnächst sowieso vermutlich ganz viele Kunden. Ganz viele Kunden. In Vera gibt es ja mehr als genug tatsächlich. Achso, du, sorry. Ich wollte dich nicht verkraulen. Wie ist dein Eindruck von der Story? Gut gemacht, zu kurz. Schlecht gemacht, als mehr erwartet. Also ich fand die Nakama-Power, wo wir nach Vera gekommen sind, dass da plötzlich alle Charaktere plötzlich stehen. Das fand ich schon ziemlich krass. Irgendwie gefühlt keinen Schaden in diesem Rudolf. Hallo. Mal auf, hier rumzuhüpfen. Ja, Mr. Rudolf hier hält ja zum Beispiel schon sehr gut aus. Feuerresistent, scheiße, das lese ich jetzt erst. Und wird abgelenkt. Wie mache ich so wenig Damage? Oh. Wir sollten lesen. Muss der irgendwie herkommen oder was?
auf das Pedal. Ja. Ach, jetzt habe ich es gerafft. Okay. Habe ich natürlich alles schon aktiviert, ne? Meine Güte, nee. Komm, Rudolfo, komm. Der macht halt auch null Damage gefühlt, ne? Das ist schon mal positiv. Rudolf, komm hier. Habe ich ihn jetzt besiegt? Anscheinend. Du wirkst sehr nervös, Doktor. Das könnt ihr uns überlassen, ja. Hat gut geklappt bis jetzt, Clive. Rudolfo ist ein Weltboss, ein neuer, oder? Ach, guck mal. Okay. Ausrufezeichen Discord einfach in den Chat. Da kriegst du einen Link. Mimeria. Warte, ich gebe dir direkt alle wichtigen Gruppen. Und schon bist du drin. Welcome to the Discord. So, wo müssen wir hin? Ofen-Dingsbums-Zone. Ofen-Dingsbums-Zone. Scheiße. Wieso heißt denn das nicht so? Tower of Fantasy. Da müssen wir hin. Dass das auch immer anders heißt. Warum heißen nicht die Stationen genauso wie die Sachen, wo drauf sind? Verwirrt mich jedes Mal. Ui, wie schön. Miroria. Wo ich immer dachte, es heißt Mimoria. Sieht auch irgendwie besser an, oder? Mimoria. So. Ja. Da kann ich ein Lied von singen. Das mache ich auch. Verlasse dein Team. Wir hätten da ruhig so einen Mechanismus einbauen können, dass du automatisch dein Team verlässt. Irina, spielst du auch Genshin Impact oder nur Tower of Fantasy? Mina gokuro datta. Sakihodo Dr. Crayfo kara 人工クリスタルポーラーの採取に成功したと連絡があった。それは何よりです。明日ドクタークレイフォーがニュースセンターで小規模な報告会を開き、幹部たちに
Immerhin habe ich jetzt bei der Stadt rausgefunden, dass die Haltestellen so heißen, wie die Dingsbums da. Dr. Tower Fantasy ist das erste PC-Game, was ich je gespielt habe. Okay. Falls du Abwechslung brauchst, das wird ja bei Tower Fantasy wahrscheinlich dazukommen, kann ich halt Genshin Impact auch empfehlen. Das ist sehr, sehr cool für Singleplayer, wenn du ein bisschen Abwechslung brauchst. Es gibt natürlich noch tausend andere Games, aber Genshin Impact ist halt so ähnlich. Und von der Story her macht das richtig Bock. Wie kam es dazu, dass du jetzt PC-Games boxt? Mirafleur. Ja, es ging sehr, sehr vielen so tatsächlich. Und das wird halt auch wiederkommen. Also wenn Vera jetzt zu Ende ist, dann haben wir halt auch eine Zeit lang wenig zu tun in Tower of Fantasy. Das ist das so. Das ist halt so, ja. Das ist bei den Spielen halt normal. Habe in Discord einen Geschenkcode bekommen, habe es mir mal angesehen, nicht wieder wegbekommen. Diesen Nitro-Geschenk-Ding. Hab noch meinen Freund mit angesteckt. Ja, dein Freund darf auch jederzeit sehr gerne auch in den Discord kommen. Hier ist jeder herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, Schatten, du kriegst doch auch diesen Server-Dingsbums, ne? Guck mal, ob du unseren Server boosten kannst oder ob das nur ich kann. Eigentlich dürfte das jeder können. Bringt zwar nichts, weil das ist echt total minimal, aber wenn ihr boosten könnt, boostet. Die zeigen das Zimmer nicht, ne? Nächster Tag. Kann da irgendwas Krasses mitmachen mit dem Boost? Bin zwar auch geboostet, den Server, aber ich habe da noch nicht so wirklich krass drüber nachgedacht. Jurin-Samの話だと報告会はすごく重要なものなんでしょう。今回の件はリスナーズプロジェクトにとって最大の発見だもの。朝、ドクター・クレイフォーから直接連絡をもらった。彼も興奮して 一晩中眠れなかったそうよ。報告会で失敗しないか、少し心配だわ。ドクター・クレイフォーがプロジェクトの責任者を引き、100イモーツ。もう2年になる。でも今まで大した研究成果を、やつも、トイフルハート100イモーツ。彼も今回の報告会で自分の力を証明したいのよ。その気持ちはとてもよくわかる。 博士というか、プロジェクトメンバーの全員がこの日を待ちわびていたはずよ。リンヤさん、さっき会場が何者かに襲撃されたという連絡が入った。
会場が？そう、情報が錯綜してて正確なところはよくわからない。私も今現場に向かってるところ。Einen großen Server, weil geboostet Online-Mods sind viel zu wenig, ja. Okay. Stimmt. Aber die muss man halt auch erstmal hinmachen, ne? Da kann sich Schatten drum kümmern. Schatten, suchen wir mal 100 Emotes. Vor allen Dingen, die müssen ja alle einmalig sein, ne? Darf ja eigentlich keine anderen Emotes benutzen von anderen. So eine eigene, so ein Ding kann man auch gerne hier machen. Was hier passiert. Saki, naka no yosu wa? Watashi mo touchak shita bakkari de, biru nai no yosu wa mada tsukamete nai. Nigete kita hito no hanashi de wa, haikishu ga arawareta sou yo. Haikishu? Dou shite Mirapolis no naka ni? Alter, Saki sieht einfach aus wie 12, ne? Mirapolis shuren no keibi taisei o shirabe saseta. Anzen jou no mondai wa miyatara nai shi. 廃棄地が侵入した痕跡もない。奴ら天から降ってきたとしか思えない。ビル内の電力系統に異常が生じたの。電力供給が完全にストップして、セキュリティや防犯システムが正常に動いてないフロアもあるわ。これから人手を集めて各階を一斉操作するつもり。アイニング・シュンデン、オフ・イン・ファイル。事態は急を要する。パター。すべての階を調べている余裕はないわ。それより。 サンプルの安全を確保しないと。でも、こっちも人手が足りないのよ。現場の秩序維持、避難誘導。やるこ、私が何とかする。ドクター・クレイフォーには現場の状況を伝えた。博士は今こっちに向かってるところ。さっきまで研究所で休んでたから、事件に巻き込まれずに済んだみたい。それならよかった。 Ja, die Irina, wenn ihr Bock habt, schließt sich mit Schatten zusammen und dann sammeln wir Emotes auf dem Server. Sehr gerne, können wir gerne machen. Rund um Genshin Impact, Tower of Fantasy, was nichts mit meinem Stream zu tun hat. Also die Stream-Emotes würde ich ungern drauf machen, aber bin sonst für alles offen. Können uns gerne mal mit beschäftigen. Ja, hier auf dem Server sind einige in der Crew, ja. Was ist hier passiert? Ja, der ist so schön oldschool, ne?
da ist die Fratze, okay. Haben wir mal in einem Trailer gesehen. Wo muss ich denn hin? Energieversorgung von diesen Räumen hier. Warum klettert hier jetzt jemand hoch? Wieder was übersehen? Tür. Kann man auch mal übersehen. Ronja Power. Auf welchem Server spielt ihr denn? Moin, moin, Mickey. Oha, das ist glaube ich der neue Boss. Da kommt er. Der neue Boss. Auf welchem Server spielt ihr alle? Wer spielt hier auf welchem Server? Weiß jemand, ob es einen Server gibt mit vielen deutschen Spielern? Yes, Plumos. Da sind wir auch drauf. Der Enigma Code. Okay, das hört sich schon an, als wäre es in NA, oder? Ist das ein Europa-Server? Ja, aber auf welchem Server spielt ihr? Nicht in welcher Crew. Okay, der Puppenfänger. Der hat auch hier Dingselemente. Hat auch Windelemente. Okay, das hilft dir als Tank auf jeden Fall witzig. Meryl fehlt mir noch. Ein Stern fehlt mir noch. Hab ich den Ulti nicht aufhalten können. Echt Windschaden, ne? Okay.
müssen wir ein bisschen aufladen und dann geht der weg. Kriegst die Tür nicht zu. Jetzt teleportiert er sich rum. Gott sei Dank macht er nicht so viel Damage. In dem Bossfight wird sich das wahrscheinlich ändern. Man kann ja quasi stehen bleiben. Die Spiegel zerstört oder was? Gleich schlicht. Prime Reaper, meine Frage. Das globale Belohnung, sonst was bringt was. Moin Moin. Globale Belohnungsanzahl kriegst halt von diesen goldenen Münzen für Rüstung kriegst du halt goldene Rüstung brauchen. Oder was genau meinst du? So leichte Valkyrie-Vibes bei dem. Wenn du oben Herausforderung gehst in der Raid, da steht oben an der Ecke globale Belohnungsanzahl. Wir gucken mal, was du meinst. Raid. Raid. Globale Belohnungsanzahl. Ah. Gute Frage. Gute Frage. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich das hier, oder? Du hast nur einmal bekommst quasi in der Woche. Weil du kannst ja jetzt quasi noch zweimal holen. Dass du quasi das hier nur dreimal an der Woche holen kannst.
Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen. Das ist meine Vermutung. ただ、原因究明が済むまで報告会は延期になった。ドクター・クレイフォーの状況は今回の件は彼が採取した人工クリスタルポーラーと関係がありそうね。ちょっとした擦り傷だから本部で手当てしてもらってる。ユリン様から私たちにも本部で事件の原因調査に当たれとお達しがあった。 行きましょう。 Wo muss man hin? Wieder Tower of Fantasy. Fliegen einfach rüber. Versuchen es zumindest. Mhm. Produktiv. So, jetzt darf ich nicht mehr jumpen, weil sonst falle ich da irgendwo runter. Ich hoffe, das reicht. Oh oh. Oh oh. Scheiße. nee, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ach, guck mal. Wir sind direkt hier oben gespawnt. Das ist doch super. Ich hätte gewusst, wäre ich direkt runtergesprungen. Ich sag's euch, wie es ist. ドクター・クレイフォー、はっきりと答えてほしい。今回採取した人工クリスタルポーラーは安全性が確保されているので。ドクター・クレイフォー、事故原因にホールにいたものの正体は人工クリスタルポーラーが侵害型ドロイドに、しかも。 規制と支配を完了した人工クリスタルポーラーは過去の実験では見られなかったテリトリー能力を発揮しました。完全に我々の理解を超えています。我々は培養中のクリスタルポーラーにアブさんと3体の組織サンプルを融合させました。ですがその3体には透過能力はありませんでした。人工クリスタルポーラーが成長過程で 新たなテリトリー能力を進化させたと考えられます。我々もそうした特性に触れるのは初めてです。今回の件は私が事態を甘く見すぎていたのが原因。すべて私の責任です。全ての報告によると、暴走したアブさんとは撃破される前に異常な行動を見せたそうだ。報告書には 人類に似た知能を持ち、人類に似た動きをして、人類に似た声を出したと書いてあった。リンヤ、あの時君はアブさんとから最も近いところにいた。奴が我々と同じような心を持っていると思うかね。申し訳ありません。その点は特に気にかけていませんでした。確かに 異常な行動はただありましたが、奴に人類と交流できる能力があるとは思えません。本物の廃棄種ではなく、機械の人形に寄生した人工クリスタルポーラーですから、人類の行動を意味もなく真似ただけ、声も本能的な鳴き声でしょう。廃棄種と人類の交流。確かにそのような記録は手元にありません。 大まかな状況は理解した。 保安部の技術スタッフが
現場検証を行っている。おそらく有力な手がかりが見つかるだろう。ドクター・クレイフォー、人工クリスタルポーラーは本部の実験室に移送して、そこで安全性のテストを続けるといい。研究成果を期待しているよ。では今日はここまでとしよう。みな帰ってゆっくり休めといい。まだ何か？リンヤさん、アブさんとの件だけど、会場にいるとき、あいつが私たちとは話を従っているように見えた。ドクター・クレイフォーが発砲するまでは攻撃の意思もなかったんじゃないかな。あなたたちもあいつが私たちに話しかけていると思ったの？リンヤさん、ユリン様とドクター・クレイ…そうね、よく考えてみるわ。Wird fortgesetzt. Okay. Ist das das Ende der Story? Einfach so. Einfach so abrupt. Das, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Muss ich ganz ehrlich zugeben.